Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII für die PS1. Im letzten Part haben wir noch ein paar Substanzen geholt und waren im alten Wald. Und ich habe jetzt hier gerade mal nachgesehen, wir können wieder Chocobos paaren. Yay! Da fällt mir aber gerade ein. Das lassen wir erstmal. Moment, egal. So. Denn ich habe nicht gespeichert. Und das wäre böse. So, das heißt, wir speichern jetzt hier erstmal. Na komm, so. Denn wir müssen ja jetzt darauf hoffen, dass da bei der Zucht ein schwarzer Chocobo rauskommt. So. Dann schauen wir doch mal. Ich habe ja Hoffnung, dass das was wird. Aber sowas ist ja leider nie garantiert. So. Gut, dann willkommen. Dann paaren wir die doch mal. Welche zwei willst du paaren? Sprich mit den beiden. Ja, ich weiß. So, der und der. Dann lass uns diese zwei paaren. Jo. Welche Nuss? Wieder eine Karobnuss. Die Zayonus braucht man nur dann zum Schluss für den Goldenen. So, und wie gehabt, falls es jetzt beim ersten Mal nichts wird, schneide ich dahin, bis der schwarze Chocobo rauskommt. Brauche ich aber nicht. Ich habe direkt einen. Sehr schön. Einen männlichen. Okay. So, du bist Choco 5. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und was ich auch machen werde, ist, dass ich zwei Chocobos freilasse. So, und zwar Choco 1 und Choco 2. Kann an sich bräuchte ich nur einen der beiden freilassen. Ach, ich lasse nur Choco 1 frei. So. Grund des Ganzen ist, ich habe nur 6 Boxen zur Verfügung. Ich muss noch einen Chocobo fangen, den ich dann mit dem schwarzen Chocobo paare, und dann muss noch ein Stall übrig bleiben für den goldenen. Deswegen, mehr Platz habe ich leider nicht. Muss halt so sein. Ich habe nicht gefüttert. Ich habe nicht gefüttert. Das heißt, ich könnte jetzt nicht direkt Rennen machen. Mache ich jetzt sowieso nicht in der Folge. Das mache ich wieder offscreen. Weil, ja, das wird langweilig, wenn ich den anderen die ganze Zeit nur davon renne. So. Silkis für den schwarzen. 10 Stück. Bitte sehr. Yo. Okay, ja, wieder alles plus und die kommen besser miteinander aus. Dankeschön. So. Okay. Dann. So, Mystifizieren hatte ich ja gerade eben auch schon geholt. Genau. Dann brauche ich nur noch beinhalten, wie es aussieht. Als Zaubersubstanz. Okay. Und beinhalten bekommen wir in Midel. Oder Medeal. Wenn man es Englisch ausspricht. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen werden soll. Ist mir auch vollkommen egal an der Stelle. So, da. Ja. Jetzt. Okay. Hier einfach auf das Loch zu laufen. So. Hallöchen. Okay. Und zwar einmal hier hoch. Hier finden wir einen weißen Chocobo. Und wir haben schon gehört. Na? Okay.
rein, endlich etwas der Tag gekommen, dass sie die alle umkaufen. Wait. Hätte ich das vorher machen müssen? Weiß es gerade nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es echt nicht. Es würde mich aber irgendwo nicht mal wundern. Ich hole mal direkt Kristallreife, weil ich bin mir nicht sicher, ob die nicht sogar vielleicht, vielleicht sogar besser sind von den Werten her als die Drachenarmbänder. Oder Drachenarmreife. Ja, bla bla. Okay. Hm. Oh. Gratis ausruhen. Okay. So. Okay, prima, macht's mal gut, ja. Schauen wir mal, ob es hier noch einen anderen weißen Chocobo gibt. Ansonsten habe ich das wirklich verkackt. Das wäre scheiße. Hm. Hast du meinen Mann gesehen? Er ist während des großen Erdbebens verschwunden und ich habe ihn seither nicht wieder gesehen. Ich dachte, er sei in dem Laden. Glaubst du, er ist einfach abgehauen und in ein anderes Land auf der anderen Seite gezogen? Das ist alles nur ein Traum. Nichts dergleichen könnte jemals wirklich passieren. Hey. Guten Tag. Genau, was du jetzt brauchst. Ein Laden, in dem du Ruhe und Erholung findest. Was möchtest du? Hm, super. Nur Standardzeug. Danke. Wir haben nicht viele Waren, aber schau doch mal wieder vorbei. Ja, vielleicht. Ah, das ist blöd. Oh, na klasse, jetzt muss ich mir einen neuen Job suchen. Ich könnte mal meine Aushilfsarbeit als Schmuckverkäufer zu meiner Haupttätigkeit machen. Nun, da du schon mal hier bist, warum kaufst du nicht etwas, das du mitnehmen kannst? Boah, gucken wir doch mal, ne? Jetzt nichts, was mich irgendwie interessiert. Hm. Sorry. Danke, schauen wir wieder vorbei. Ja, ja. Gut. Fühlst du dich nun besser? Das ist wirklich erfreulich. Du solltest dich nicht noch einmal so übernehmen, hörst du? Aber ist der Lebensstrom nicht ein seltsames Ding? Ich sterbe, werde ich dann wohl in der Mitte eines warmen, sanften Stroms wie in diesem Fort gespült. Ja. Chocobos zeigen sich nicht sehr anhänglich mit Menschen, die kein Gemüse füttern. Ja, ich habe aber hier keine Möglichkeit, dem Gemüse zu füttern. Von daher, Oh nein, nein, nicht schon wieder. Nein, nein. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Oh Mann, oh. Nochmal ausruhen. Komplett ohne Sinn. Naja. Ist aber blöd, weil ich weiß sonst nicht, wo ich diese Substanz bekomme. Hm. Ist mir damit etwa die Masse-Substanz versaut? Du? Wie hast du dich von der Makrovergiftung geholt? Das ist ganz außergewöhnlich. Ich freue mich wirklich für dich. Anscheinend sind die Wünsche deiner Freundin wahr geworden. Du kannst selbst sehen, wie es jetzt aussieht, aber wenigstens wurde niemand ernsthaft verletzt. Wir sind jetzt nur sehr unglücklich. Hm. Nee. Irgendwie, mag das nicht so ganz. Muss ich nochmal schauen, wo ich, ob ich die Substanz noch anderswo herkriege. Hm. Oh, ich, das ist Mydael. Wie du sehen kannst, war dies eine ruhige Stadt mit natürlichen heißen Quellen. Jetzt ist alles weg, aber irgendwie bin ich froh, dass alles sauber ist. Das ist einfach besser. Ja, wie auch immer. Hm. Na gut. Dann halt nicht. Ne? Was kann man jetzt sonst noch machen? Überleg gerade. Was ist jetzt noch offen? An sich? Training? Hm.
Ja, und sich nur noch Training. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Das ist doof. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich die, was ich den Rest der Folge noch machen könnte. Gut, dann, Moment, ich schaue hier gerade mal was. Ah, es gibt doch noch eine Substanz, die ich holen kann. Ah, gerade noch gesehen. Und zwar in Junon. Also fliegen wir da mal hin. Muss ich dann nur noch finden, das entsprechende Geschäft, aber das sollte jetzt so schwierig sein. Der Weg könnte nur ein bisschen weit sein, naja. So, okay, du verkaufst mal Waffen. Hätte ja sein können, dass ich die schon hier unten bekomme, aber, nee. Gut. Und tschüss. Dann wollen wir doch mal, den Shinra-Soldaten hier bestechen, damit der uns hochlässt. Oh, ja, 10G. Rein mit dir, danke schön. Und dann fahr mich mal bitte hoch. So. Okay. Haben wir das jetzt schon mal? So. Gut. Na? Darf ich? Danke. Ich mag die Marschmusik hier immer noch. Ich finde die genial. So. Jetzt hier nur noch das Substanzgeschäft finden. Und dann habe ich bis auf diese eine Substanz alles. Und da werde ich dann offscreen nochmal... beziehungsweise, was jetzt offscreen? Da werde ich dann mal ins Internet schauen. Ich kann es noch irgendwo anders herbekomme. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass es ein Ungeheuer wie Weapon wirklich gibt. Tja. Ah, Substanzladen. Da haben wir es doch gleich schon. Sehr schön. Versiegel. So. Okay, habe ich. Sehr schön. Okay, Moment. Nimmt mich noch was? Okay. Dann muss aus. Na gut. So, dann haben wir die wie gesagt, ich bin jetzt gerade echt ratlos, was wir hier noch machen können den Rest der Zeit über. Ich will die Folge aber auch nicht so kurz gestalten. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir machen. Genau. Wir holen uns noch ein bisschen Hintergrundstory. Oh ja. Das ist gut. Hintergrundstory ist immer gut. So. Ja. Durch hier. Danke. Ich weiß zwar nicht genau, wie lang das Stück Hintergrundstory ist, das da dann kommen wird. Weil ich mir das, glaube ich, selber nie angesehen habe bisher. Aber egal. Falls die Folge dadurch ein bisschen länger wird, dann ist es halt so. Lieber eine zu lange Folge als eine zu kurze. So. Und zwar wollen wir dafür einmal... Kurve fliegen und kratzen. Kratzende Kurve fliegen oder sowas. Und zwar hier lang. Einmal nach Bibel.
Und zwar hier in die Shinra-Villa. So. Hier lang. Hier durch. Geh. Ach komm schon, ehrlich. Mann. Komm. Reicht das? Danke. Klar reicht das. Was für eine Frage. Ich mache jetzt weitaus mehr Schaden als vorher. Also als zu dem Zeitpunkt, als ich hier tatsächlich her sollte. So. Dann nicht runter. Hey, hier ist dein Essen. Oh, hier. Zieh das an. Das stinkt allerdings ein bisschen. Beschwer dich nicht. Du siehst richtig gut damit aus. Na gut. Hey, alter Junge. Sind wir bald in Midgar? Ruhe da hinten! Ihr könnt froh sein, dass ich euch überhaupt mitgenommen habe! Was willst du machen, wenn wir in Midgar sind? Ich weiß, was ich machen werde. Ich kenne einen Ort, wo ich eine Runde knacken kann. Halt mal, die Mutter wohnt auch dort. Letzte, das klappt nicht. Tja, muss voll umplanen. Auf jeden Fall brauche ich zuerst mal Geld. Hey, sollen wir ein Geschäft aufmachen? Was für eins. Hey Cloud, glaubst du, es gibt was, worin ich richtig gut sein könnte? Hey Kumpel, kann ich wohl gut. Mir auf die Eier gehen, ey. Was jammerst du rum? Du bist doch noch jung, oder? Junge Leute sollten alles mal ausprobieren. Du musst dich die Hörner abstoßen. Du musst rausfinden, was du wirklich willst. Alles ausprobieren. Und der hat leicht reden. Hey! Ja klar! Bin ziemlich clever und kann einiges, was andere nicht können.
Dann wäre die Sache geritzt. Ich werde Söldner. Jawohl, danke, Paps. Hey, du hast wohl überhaupt nicht zugehört. Hör zu, ich werde Söldner und damit hat sich's. Ob langweilig oder gefährlich, für Geld mache ich alles. Ich werde reich. Und was willst du machen, Cloud? Nein. Nein, warte mal, du hast mich falsch verstanden. War nur Spaß, ich lasse sie doch nicht im Stich. Wir sind doch Freunde, oder? Söldner, Cloud. Wir werden beide Söldner. Hörst du, Cloud? Was willst du mit ihm tun? Vergiss es. Lass ihn einfach. Ja. Das war dann der versprochene Geschichtsstunde. Sag ich mal, nee, ist nichts weiter, okay. Gut, das soll es dann aber auch für diese Folge gewesen sein. Passt ja von der Zeit her jetzt zum Glück ganz gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dahin, ciao, ciao.